Ja, herzlich willkommen zum heutigen Video. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie man sich einen professionellen Übersetzer angelt. Und zwar habe ich das Ganze gemacht für meinen Blog. Der ist, wer ihn kennt vielleicht, der ist auf Englisch und auf Deutsch. Und ich habe den Service halt genutzt, um die Sachen von Deutsch auf Englisch zu übersetzen. Teilweise habe ich sie auch selbst schon auf Englisch geschrieben und habe dann mir nur noch jemanden besorgt, der sozusagen die Korrektur liest. Das Ganze machen wir über Fiverr.com. Das ist die weltweit größte Freelancer-Plattform. Und ja, da findet ihr Übersetzer in allen möglichen Sprachen, egal ob jetzt Chinesisch, Französisch, Spanisch, Deutsch, Englisch und auch unterschiedliche Level. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel eure Masterarbeit korrigieren lassen wollt oder wenn ihr ein offizielles Dokument von der Firma aus übersetzen lassen wollt oder eben halt eure Blogs in weitere Sprachen übersetzen lassen wollt, um halt da auch nochmal Search Traffic zu generieren. Das alles könnt ihr damit machen. Ich weiß, das geht mit Google Translate, würde das auch gehen, aber jeder, der Google Translate mal ausprobiert hat, das funktioniert dann doch nicht so ganz so gut. Deswegen, mir war das wichtig für meinen Blog, das professionell zu machen. Und das Ganze ist auch gar nicht so teuer und ich zeige euch jetzt, wie das Ganze geht. Ach ja, und wenn euch das Video gefällt, Daumen hoch. Den Link zu Fiverr findet ihr in der Beschreibung. Das ist ein Affiliate-Link. Wenn ihr darüber kauft, kriege ich eine kleine Provision und kann noch mehr von diesen Videos machen. Danke. Ja, hier sind wir auf Fiverr.com auf der Landingpage und hier unten sieht man dann schon direkt die beliebtesten Services sowie Logo-Design und so weiter. Wir gehen etwas weiter hier rüber zum Thema Übersetzungen und hier sieht man direkt die ersten Angebote und am besten filtert man direkt. Wenn ich beispielsweise jetzt hier vom Deutschen zum Englischen übersetzen lassen will, dann kriege ich hier schon Angebote über 102 Übersetzer, die sich hier anbieten für verschiedene Preise. Wie ihr seht, geht das Ganze schon hier bei 4 Euro los, kann dann hochgehen bis 24 Euro. Das richtet sich dann am Ende immer ein bisschen nach der Wortzahl. Aber was ganz cool ist, man kann hier auch noch die Dokumententypen erstmal einstellen. Also ich kann jetzt sagen, erstmal allgemeine Sachen, ich kann Marketing- und Verkaufsmaterialien nehmen, ich kann Produktbeschreibung sagen oder ich kann sogar rechtliche Sachen auswählen. Und man kann sogar noch die Branchenkompetenz nehmen. Also wenn jetzt jemand zum Beispiel sich im Rechtlichen auskennen sollte, dann sollte der natürlich auch Rechtsvokabeln können oder medizinische Vokabeln können und die dementsprechend qualifiziert zu übersetzen. Das Ganze ist dann sehr hilfreich an der Sache. Und hier unten sieht man dann noch, viele bieten dann gleichzeitig die Übersetzung und noch das Korrekturlesen an. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Abschlussarbeit auf Englisch schreiben würdet, dann könntet ihr die hier Korrektur lesen lassen. Oder wenn ihr eure Webseite komplett in Spanisch übersetzt habt, dann könnt ihr da nochmal jemanden drüber gucken lassen. Ja, man kann hier noch diverse andere Sachen einstellen, zum Beispiel zum Verkauf die Details, dass der Verkäufer, wie viel Bewertung der haben soll, welche Sprachen der spricht, okay, das gibt sich jetzt, und aus welchem Land der kommt. Ich kann noch die Lieferzeit einstellen, je nachdem, wie schnell ich das Thema hier brauche. Und ich kann noch das Budget einstellen. Und wir gucken uns jetzt einfach mal einen an, der das schon sehr länger macht. Zum Beispiel hier sehe ich, der hat 5 volle Bewertungen und 621 Bewertungen insgesamt und jetzt kriege ich mal drauf. Und dann landet man wie in einem Online-Shop auf einer Art Produktseite. Dann sieht man derjenige, der das hier macht und dann sein Repertoire. Hier, I will translate letters, Website, Blogpost, Games, Apps und Ads und so weiter. Und das Ganze fängt hier an mit 500 Wörtern, macht er für 5 Euro innerhalb von 24 Stunden. Das ist der Basic Gig, nennt man das immer auf Fiverr und damit kann man sich den dann buchen. Und hier könnte man jetzt noch die Anzahl an Wörtern immer mehr eingeben. Sage ich mal, ich habe einen Blogpost, der hat normalerweise ja immer so 2200 Wörter oder so. Dann kostet das 14 Euro. Dann klicke ich auf Weiter und dann läuft das wie in einem Online-Shop. Dann sehe ich, was ich hier kaufe. Und im zweiten Schritt würde ich dem dann den Text schicken. Bei mir war das so, ich habe der den Text geschickt. Die hat den dann Korrektur gelesen im Englischen und hat mir dann in einem Google Drive-Datei hat mir das dann zurückgeschickt und ich hatte dann in der Google Drive-Datei den vollen Text übersetzt. Das Ganze ging ratzfatz und man hat meistens sogar noch eine Revision hier auf Fiverr, nennt sich das. Da kann man hingehen und sagen, hey, ich finde den Text jetzt nicht gut übersetzt oder kannst du die Stelle nochmal anders formulieren. Das ist immer, ganz hilfreich, wenn jetzt die Bestellung nicht so langt. Aber ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht und ja, meistens sind das hinter solchen Angeboten sind das meistens Agenturen, die sich halt drauf spielen, also die darüber neue Kunden generieren und das dann eben anbieten. Kurz zu Fiverr selbst. Fiverr ist eine ziemlich günstige Variante, weil da eben Leute auch aus, sag ich mal, Schwellenländern ihre Dienste anbieten. Das Ganze gibt es normalerweise, es gibt noch sowas wie 99 Designers oder Upwork, da wird das Ganze dann
ja, nicht professioneller unbedingt, aber von Leuten, die halt in Amerika oder in Deutschland leben. Weil ihr könnt euch vorstellen, mit 5 Euro kann man jetzt in Deutschland nicht viel anfangen, wenn man da 500 Wörter übersetzt. Deswegen würde der wahrscheinlich jetzt auch hier, entweder das ist ein Student, der das mal eben so macht, aber wenn man jetzt so einen richtig krass professionellen Übersetzer haben möchte, gibt es hier immer Fiverr Pro neuerdings. Den Link dazu findet ihr auch in der Beschreibung. Und da kann ich auch auf Text übersetzen, Übersetzer gehen. Dann findet ihr hier auch nochmal Übersetzer, die das machen oder Korrekturlesen. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel, sage ich mal, eine Doktorarbeit schreibt, dann würde ich vielleicht den etwas teureren Service nehmen. Ja, Fiverr hat das eingeführt, Fiverr Pro, weil die halt mit Upwork konkurrieren wollen und das einfach ein anderes Marktsegment. Weil bei zum Beispiel beim normalen Fiverr gibt es halt viele Sachen und auch gute Services, also für so Blogposts allemal. Aber wenn jetzt zum Beispiel wenn ich jetzt Übersetzer wäre in Deutschland und Sachen von Englisch auf Deutsch übersetzen will, dann kann ich halt nicht 5 Euro dafür nur nehmen, dann muss ich mich ein bisschen mehr bezahlen lassen. Und deswegen gibt es jetzt hier dann zum Beispiel auch Englisch, Spanisch oder ja, irgendwo wird es auch Deutsch-Englisch geben. Und die starten dann hier ein bisschen höher bei 100 Euro für eine gewisse Anzahl an Wörtern. Wir können ja mal draufklicken. Ja, genau, bis zu 1000 Wörter für 100 Euro. Das würde dann wahrscheinlich jemand sein, der in Spanien lebt. Der muss ja davon leben können. Und wenn man 1000 Wörter übersetzt, braucht man dafür 2 Stunden bestimmt. Und dann sollte man das dann auch entlohnen. Das ist der Unterschied, Fiverr Pro und Fiverr Normal. Wie gesagt, ich habe meine bei Fiverr Normal genommen und war da auch mit sehr zufrieden. Ich habe für meine Order damals, glaube ich, 14 Euro pro Blogpost ungefähr bezahlt für diese 1200 Wörter, die ich so im Schnitt hatte. Ja, ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wie gesagt, ich habe meinen kompletten Blog damit übersetzen lassen, beziehungsweise die meisten Artikel und auch nochmal Korrektur lesen lassen und war damit sehr zufrieden. Die Links findest du, wie gesagt, unten in der Beschreibung. Wenn du das Video bis hierhin geschaut hast, hat dir das offensichtlich gefallen. Also Daumen hoch. Ich poste hier regelmäßig Sachen rund ums Thema digitales Marketing, wie jetzt hier zum Beispiel Blogs übersetzen lassen. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.